Weiter geht es mit der Manuela. Manuela ist 34. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Manuela, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, jetzt dabei zu sein oder meine Geschichte halt zu erzählen. Ja, was ist deine Geschichte? Ja, ich hatte vor mehr als 7 Jahren hatte ich Burnout. Und das mit gerade mal 26. Was extrem früh ist. Extrem früh, unerwarteterweise. Also was hast du beruflich gemacht? Ich war im Management für ein großes Telekommunikationsunternehmen tätig. Ja. Und die Arbeit hat mir Spaß gemacht. Es war praktisch ein Traumjob. Ja. Aber ich hatte eine sehr schwierige und unglückliche Beziehung. Und so habe ich mich halt in die Arbeit reingestürzt. Mhm. Und bin praktisch nur noch zum Essen und zum Schlafen nach Hause. Mhm. Wie viele Jahre hast du diese extreme Arbeit so geleistet? Knapp 2 Jahre habe ich das gemacht. Ja. Aber in einer gehobenen Position? In einer gehobenen Position. Es war praktisch ein Projekt, was ich abgewickelt habe im Management. Also wenn man in dem Alter schon so weit oben ist, das bedeutet ja wirklich dann sehr viel Stress und Belastung und Druck. Ja, ich habe angefangen, durch ein Zeitarbeitsunternehmen habe ich angefangen, Vertretung im Betriebsrat, mhm, als Vorzimmerdame, und dann bin ich dann dort gelandet. Mhm. Und da bin ich natürlich aufgegangen. Beziehung war natürlich nicht gerade sehr schön. Mhm. Und oder zumindest sehr, sehr unglücklich, und so habe ich mich halt in die Arbeit reingestürzt, mhm, weil es ging auch um Zeit. Ja. Es ging damals um eine Wettbewerbsstellung zu anderen Telekommunikationsunternehmen, ja, die erarbeitet werden mussten. Und es gab manchmal auch Tage, da wurde ich eben halt aus der Firma vom Pförtner halt rausgeschmissen, weil ich eben halt über der Zeit im Betrieb geblieben bin. Das macht der Pförtner mit Leuten in gehobenen Positionen, der schmeißt die raus? Ja, das hat aus sicherheitstechnischen Gründen. Ach so, ach so. So, und ja, ich war natürlich auch in Alkohol verfallen, aber irgendwann habe ich der Beziehung ein Ende gemacht. Moment, du hast auch während der Zeit Alkohol getrunken? Ich habe auch Alkohol getrunken, es hat niemand was gemerkt, es war aber nur harmlos, es, ja, war nur Sekt. Wie ist es dann eskaliert? Das ist dann so eskaliert, indem ich ein neues Leben angefangen habe. Ich habe der Beziehung ein Ende gemacht, mhm, und habe natürlich auch das Unternehmen gewechselt, weil wir haben beide in dem Unternehmen gearbeitet. Zwar in unterschiedlichen Abteilungen, mhm, aber... Ja, ich meinte jetzt, wie diese extreme Anspannung eskaliert ist, indem du einfach gekündigt hast, oder hattest du auch einen körperlichen Zusammenbruch? Ich hatte dann einen körperlichen Zusammenbruch. Ich hatte ein neues Projekt angefangen, ein ganz anderen Unternehmen. Ja. Und war dann, wie morgens auch, wollte ich aufstehen. Ich kam aber nicht mehr aus dem Bett raus. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ach. Und habe mich irgendwie aus dem Bett irgendwie gequält, so einfach so sich zusammenzureißen. Und dann habe ich die Augen nicht mehr aufgekriegt. Das Licht, das hat mich schon gestört. Der Kaffee, der ging automatisch per Timer, und danach war Filmriss, war Ende. Du wachst morgens auf und kannst wirklich, bist wie gelähmt und kannst nicht aufstehen? Nein, absolut nicht. Wirklich, du konntest nichts bewegen, du konntest dich auch nicht irgendwie so irgendwie rausquälen aus dem Bett. Ich habe mich noch in die Küche geschleppt. Das schon, so, aber... Mh. So, du musst deine Frau halt stehen, du musst deinen Job... Das ist ja interessant, ne? Da hat der Körper den Schalter umgelegt und hat gesagt, ich will nicht mehr, Schluss, ich will nicht mehr, Punkt. Und dann war absolut Schluss. Ich weiß auch bis heute nicht mehr, wie ich zum Arzt gekommen bin, mhm, und ob ich überhaupt noch mein Auto gesteuert habe. Ich war dann nur noch, ich habe nur noch geschlafen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich eine Woche lang nur noch geschlafen habe. Ich weiß nur, dass ich starke Medikamente hatte, also wo ich absolut fahruntüchtig gewesen wäre, ne? Mhm. Wie unter Drogen. Also war dieses Vorkommnis denn dann für dich so ein Fall, wo du wachgerüttelt wurdest, wo du gesagt, absolut, hast, dann jetzt, absolut, so geht es nicht mehr weiter? Absolut. Und dann habe ich mich auch vorm Spiegel gestellt. Ich hatte den Eindruck, ich bin um Jahre gealtert, mhm, und war natürlich dann arbeitslos. Das war mir auch alles völlig egal. Ich war auf einmal jemand ganz anders. Wie lange hat es gedauert, bis du dich körperlich wieder regeneriert hast? Also über ein halbes Jahr. Über ein halbes Jahr? Ja. Da warst du krankgeschrieben in der Zeit? Oder schon arbeitslos? Ich habe meinen Job verloren. Durch die Krankschreibung. Ach so. Bei der Arbeitgeber, der wollte mich gerne sehen, mhm, aber ich war dazu nicht in der Lage, mhm, weil er dem keinen Glauben geschenkt hatte, dass ich auf einmal, wie von jetzt auf gleich, ich funktioniere nicht mehr. So geht's dann. Ja. Mhm. So geht's dann. Und ich habe mich auch irgendwie gefreut über die Kündigung, komischerweise. Da hatte jemand anders für dich die Entscheidung getroffen. Also ich habe dann, nachdem ich nicht bei dem Arbeitgeber erscheinen konnte, habe ich die Kündigung gehabt. Mhm. Der Arzt sagte auch, ich muss das auf meine Kappe nehmen, ob ich wieder arbeiten gehe. Mhm. Er übernimmt die Verantwortung nicht. So, und dann ein halbes Jahr hast du gebraucht, um wieder dich so zu, ja, berappeln. Was ist dann geschehen danach?
Danach bin ich einfach kürzer getreten. Ich hatte gar kein Interesse mehr gehabt, einen super tollen Job zu haben, Karriere zu machen. Bist du denn wieder so in so einen ähnlichen Job gegangen oder hast du was ganz anderes? Was völlig anderes gemacht. Was hast du gemacht dann? Ich habe Kurierdienste dann gemacht. Ach, das ist ja dann was ganz völlig anderes. Und ja. Heute bist du 34. Jetzt bin ich selbstständig. Als was? Als Bürodienstleister. Und ich verdiene manchmal, habe ich nur unter 1000 Euro. Und damit bin ich glücklich. Ach so, also selbstständig heißt jetzt nicht, dass du eine große Firma hast und wieder Stress hast, sondern ja, einen kleinen, überschaubaren Bereich, ganz genau, wo du auch gar nicht so viel Kohle verdienst, aber du hast so dein Leben und du bist du froh im Moment? Ich bin sehr, sehr froh darüber. Das ist ja interessant, dass du in so jungen Jahren diesen Schuss von dem Bug bekommen hast. Viele. Und ich merke aber, ich bin nicht mehr so stressresistent, mhm, und ich brauche auch, also ich brauche ein bisschen mehr Erholung. Mhm. Also ich merke das schnell und ich habe natürlich Herzrhythmusstörungen, wenn es wieder ein bisschen zu dolle wird oder ich übertreibe, mhm, dann muss ich auch Medikamente nehmen. Das heißt, körperlich bist du nicht wieder richtig, letztendlich nee, so wieder nein, wie früher? Ich habe mich nie wieder richtig erholt. Mhm. Also ich bin anfälliger. Mhm. Diese Selbstständigkeit, wenn es auch in einem kleinen Rahmen läuft, mhm, ist es nicht doch auch eine Belastung, eine Angst? Das ist auch eine Belastung. Ich laufe im Moment auf Reserve. Das ist doch eine Existenzangst, wie wird es weitergehen, schaffe ich es noch und, ganz genau, und so weiter. Genau. Mhm. Ja, also ich laufe im Moment auf Reserve. Ja. Also kann man sagen, also meine Batterien sind schon wieder ein bisschen leer. Ja, ich höre da auch raus, dass es so ganz glücklich ist es nicht im Moment alles. Gar nicht. Mhm. Aber so wie damals ist es, möchte ich das nie wieder erleben. Ja. Nie wieder. So aufgrund deiner Erfahrung, die du gemacht hast, ja, könntest du jemandem raten? Ja, natürlich. Meine Kundin, die ist kurz vorm Burnout. Ja, was würdest du Leuten raten, die wirklich kurz davor sind, das Gefühl zu haben, ich kann nicht mehr? Was sollten die tun? Einfach auf ihr Inneres hören oder wenn das überhaupt möglich ist. Manchmal ist es ja gar nicht möglich. Also merkt man das ja gar nicht mehr. Man funktioniert einfach nur noch. Das kommt dann einfach plötzlich. Aber die meisten haben natürlich Angst vor diesem Schritt, alles hinzuwerfen, vielleicht dann auch einen Gang zurückzuschalten. Einen Gang zurückzuschalten, ja. Erholung zu gönnen, frühzeitig. Ja, ja. Oder das, was belastend ist, also einfach mal auszuschließen. Ja, aber was ich gerade meinte, viele haben ja auch Angst davor, dann wirklich. Negativ ist. Ja, genau, die haben ja weniger Geld, weniger soziales Prestige, weniger Ansehen, wenn sie nicht mehr in einem tollen Job arbeiten. Was würdest du diesem Argument entgegenhalten? Aber, Das sind dann solche Leute, denen es dann so ergehen wird wie mir, die dann erst wach werden. Wenn es geschehen ist. Wenn es erst zu spät ist, das ist jetzt auch bei meiner Kundin so, erst wenn es zu spät ist, dann ist dann auch so wie bei mir. Mhm. Gleichgültigkeit, dann ist das einem völlig egal. Mhm. Also Manuela, das fand ich schon sehr beeindruckend, was du erzählt hast. Und ich hoffe, dass du so viel schon, aber das glaube ich auf jeden Fall, so viel daraus gelernt hast, was damals passiert ist, dass du jetzt nicht wieder... dass du frühzeitig die Notbremse ziehst. Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir für den Anruf und für die Schilderung. Ja. Und wünsche dir von Herzen alles Gute und sehr viel Kraft und Erfolg. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ja, tschüss.